Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Und hier ist euer Gastgeber, Alex Schindler. So, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe der Fernsehschatztruhe, heute auch mit Sichtverbindung. Und ich freue mich ganz besonders heute, einen Mann treffen zu dürfen, den habe ich auch schon getroffen, und zwar im Quatsch Comedy Club in Berlin. Da habe ich einen seiner Auftritte verfolgt, beziehungsweise er hat an diesem Tag den Quatsch Comedy Club moderiert. Das ist eine Mixed Show mit einem Moderator und in diesem Fall war er der Moderator. Und wir überlegen natürlich immer ein bisschen, wie wir den Bezug auch zur Fernsehhistorie herstellen können. Und er ist der Gewinner der ersten Star Search Staffel in Sat.1 im Jahre 2003 gewesen. Und Star Search war eine Castingshow, die ist weltweit oder in Amerika unfassbar populär gewesen. Viel populärer als Deutschland, also Deutschland sucht den Superstar, American Idol oder Pop Idol. Und weil da eben auch eine ganz, also nicht nur sich auf Musik fokussiert wird. Also da im Endeffekt so ein bisschen wie heute das Supertalent auch. Genau, und das hat leider im Quatsch Comedy Club nicht funktioniert, dass wir dort dann gleich den Podcast auch aufzeichnen. Wir haben das nachgeholt und haben uns dann nochmal mit einer Remote-Verbindung verabredet. Und das hatte den Vorteil, dass ihr jetzt ihn auch sehen könnt. Das heißt, heute ist auch mal für diejenigen, die uns auf YouTube zuschauen, da mal ein bisschen ein kleiner Mehrwert gegeben. Ich freue mich sehr auf Ingo Oschmann und ein kleiner Hinweis noch gleich. Mein Ton ist nicht so ganz dolle, wie jetzt zum Beispiel hier. Ich hatte ein bisschen mit der Technik zu kämpfen gehabt an dem Tag. Bitte dies zu entschuldigen und dennoch natürlich jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Ingo Oschmann. Und da ist er, Ingo Oschmann. Hi, grüß dich. Moin. So, jetzt muss man ein kleines bisschen was erzählen. Wir haben uns vor gut 2 Wochen im Quatsch Comedy Club kennengelernt. Da habe ich deine Show angeguckt. Es ist ja nicht deine Show, aber es ist, nee. Du hast diese Show moderiert. Genau. Und das ich habe da eigentlich gar nichts, habe da nichts mit zu tun. Also viele denken immer, ich würde die Leute auch buchen oder sowas. Das ist so nicht. Also ich bin als Moderator gebucht und muss mit dem arbeiten, was da ist. Und an dem Abend war aber Gott sei Dank, waren alle toll. Hast schon öfters gemacht, ne? Aber du hast in der Show erzählt, dass es schon wieder 9 Jahre oder so her ist, dass du im Quatsch Comedy Club warst. Ja, genau aus dem Grund. Also ich habe dann stellenweise Leute da auf der Bühne gehabt, mit denen war ich nicht so einverstanden, deswegen habe ich da mal eine kleine Pause gemacht. Ach so. Wir sind die Fernsehschatztruhe. Wir kümmern uns und sinnieren über die Fernsehgeschichte, zu der du auch entsprechend deinen einen Teil beigetragen hast in den letzten 20 Jahren, kann man schon wieder sagen, mit mindestens, ja, auch ein bisschen noch vorher, da kommen wir gleich noch drauf. Aber erstmal möchte ich wissen, was sind denn so deine frühesten Fernseherfahrungen? Was hat man so im Hause Oschmann so Fernsehen geguckt und was hat klein Ingo am liebsten Fernsehen geguckt? Ja, ich habe alles durch, ne? Also ich bin ja ein Kind der 80er, Heidi, Pinocchio, Sindbad, also die ganzen Zeichentrickserien, Biene Maya, alles was da so aus China oder Japan, ich weiß nicht, wo das gezeichnet wurde. Die ganzen Klassiker, die habe ich geliebt. Es war einmal der Mensch, solche Geschichten. Und das kam immer sonntags nachmittags. Und dann haben wir uns mit der ganzen Familie zu Kaffee und Kuchen vor den Fernseher gesetzt sonntags und haben Raumschiff Enterprise geguckt. Also das erste war quasi die klassische Kinderstunde, die es früher noch gab, ne? Auch, ja klar. Täter der Klamotten, ne? Solche Geschichten. Ja, es gab auch mal ein Märchen, da gibt es auch ein Buch zu, das hat mir dann mal irgendjemand geschenkt, da kann sich aber kaum noch jemand dran erinnern. Der Junge mit den Geldhosen, der hatte immer Geld in der Hose. Das war so eine fürchterliche Korthose und da war immer Geld drin. Und ich glaube, das war einfach, damit man, weil damals musste man ja Korthosen tragen und jeder hasste Korthosen. Ich glaube, das war einfach nur so ein Imagefilm, damit die Korthose irgendwie ein besseres Image kriegt. Ruf kriegt. Keiner, ja, besseres Ruf kriegt, genau. Hat er nie geschafft, auf jeden Fall. Ah, das hatte ich großartig. Aber du hattest einen Kordsacko an. Ich hab's genau gesehen. Das ist ein Kordsacko, also 14 Tagen. Dann, was gab's denn dann noch? Es gab so eine Verkehrssendung mit so einem Kobold. Also so eine, im ZDF gab's das. Da gab's dann am Ende so eine Figur für jeden. Da weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Und ich wollte immer so eine Figur haben. Das weiß ich auch noch. Also, wer da eine Ahnung hat, schreibt mal.
Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch daran noch erinnern könnte. Nee, sagt mir jetzt auch nichts. Also uns fällt immer auf, es gibt entweder immer die Show-Fraktion, also die dann so EWG, Rudi Carell-Show und so weiter, oder die Daktari-Fraktion. Wart ihr mehr die Show oder mehr die Serien- und Filmfraktion zu Hause? Also wenn ich so drüber nachdenke, waren wir eine Fernsehfraktion. Also das haben wir alles geguckt. Insgesamt. Also auch Peter Frankenfeld, der Musik ist Trumpf, Blaue Bock, also eigentlich alles plus die Serien. Also auch später dann Trio mit vier Fäusten, Kult Sievers und die ganzen Geschichten. Also eigentlich habe ich alles gesehen, durchgebinged. Ein Begriff, den man damals noch nicht so richtig kannte, der noch keinen Sinn ergab, weil das Programm noch nicht so lange lief am Tag. Das kennen, wissen viele nicht mehr, dass es mal das Wort Sendeschluss gab, ne? Dass ja, es gab auch kein Fernsehen gab. Es gab auch ein Regionalprogramm in der ARD. Ja, ja, also ich kenne es gerade noch. Ich bin ja Baujahr 83, also bin quasi noch in dieser Endzeit geboren, bevor das 24-Stunden-Programm dann irgendwann einzog, ins Privatfernsehen dann einzog. Also, ja, das kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Ja. Wir haben damals gedacht, jetzt kommt die Befreiung und hätten wir gewusst, was daraus wird. Naja, wie gesagt, ein bisschen bist du auch für verantwortlich, ne? Also, ja, so leicht. Leicht, ja. Aber da war ich ja auch nur gebucht. Du bist Ostwestfale, das heißt, einer deiner bekannteren Kollegen ist Jürgen von der Lippe, der da irgendwie auch so aus der Ecke eben kommt. Ne? Du bist Bielefelder. Nee, das stimmt so nicht. Also der ist, glaube ich, in Aachen kurz geboren und ist dann mit einem Jahr dann irgendwie weggezogen. Also dem wird das immer so ein bisschen nachgesagt, aber ich glaube, das stimmt nicht so wirklich. Naja, er hat schon seinen Namen mal irgendwann eben aufgenommen. Ja, aber der andere ist Olli Welke. Olli Welke, genau. Der ist bekennender Ostwestfaler. Ja, durch und durch. Ich habe da auch so ein bisschen Verwandtschaft, Gattinnenseits in Ostwestfalen. Du hast gesagt, die Ostwestfalen, die haben so einen ganz eigentümlichen Humor. Ich finde das gar nicht. Was haben die Ostwestfalen für ein eigentümlicher Humor? Die lachen mehr nach innen, glaube ich, herein, hast du es da gesagt in der Show. Nee, das habe ich so nicht gesagt. Also das wird uns immer vorgeworfen, das stimmt aber nicht so. Also wir sind halt ein bisschen ruhiger, wir reden nicht mit jedem, sagen es aber auch keinem. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Also ich wohne ja jetzt im Rheinland und da wird halt unglaublich viel gequatscht. Und das kann auch nervig sein. Also wenn du hier abends in eine Kneipe gehst, ins Brauhaus, sitzt wie irgendein Freak mit an den Tisch und erzählt dir seine Lebensgeschichte, ob du die hören willst oder nicht. Mach das mal in Bielefeld, ey. Nach 5 Minuten kommt die Kripo und holt den Typen ab. Also das ist in Franken genauso. Ich komme ja aus Nürnberg oder aus der Nähe von Nürnberg. Ja. Und der herbe Humor des Frankens, das muss man erst noch verstehen. Ja. Aber es ist ja gut, dass es auch regionale Unterschiede im Humor gibt. Finde ich ehrlich gesagt prima. Macht es aber manchmal schwierig in den Programmen, wenn man dann sagt, du bist dann eben an einem Tag bist du da irgendwie in Hamburg oder in Berlin und dann bist du am anderen Tag, also bereist du so Deutschland ein bisschen noch in den Süden runter, muss man dann viele Anpassungen dann doch vornehmen, weil der ein oder andere Gag dann nie so zündet? Na, ich bin ja flexibel. Also ich gehe mal raus und gucke, was passiert. Also selbst in den Moderationen Quatschclub, die Show danach war wieder anders als die du gesehen hast. Also ich finde, das ist ja mein Beruf und ich bin ja Humorarbeiter. Also bin ich ja eigentlich dafür da, dass die Leute, wenn sie zu mir kommen, Spaß haben. Und da gucke ich einfach, was passt und was gut ist. Ich mag, wir leben ja gerade in so einem Zeitalter der Gleichschaltung. Also alle sollen gleich reden und ich finde das eigentlich nicht gut. Ich mag eigentlich gerne, wenn es bunt und unterschiedlich ist. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir... Ich mag das mit der Sprache auch, mit Dialekten und so. Ich finde das super. Und ich finde das gut, wenn wir ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen, Gesinnungen, Lebensweisen und so weiter haben. Bunt, finde ich immer schön. Aber nicht, weil du schwarz, sagst, weiß oder grau. Also Gleichschaltung ist ja eigentlich mehr, naja, das hat man halt im Zweiten Weltkrieg so mit der Pressegleichschaltung und so weiter. Ist es. Ich weiß, ich meine genau das, so wie ich es gesagt habe. Du hast mich gefragt, wie das mit dem Humor ist. Und es gibt eben, jede Region hat seinen Humor und das ist gut so. Und es gibt eben nicht immer eine Blaupause für gar nichts. So, und da muss man halt gucken, was da passt. Aber was meinst du mit Gleichschaltung? Dass man das alles so. Es wird ja auch häufig vorgeworfen, dass wir ja recht linksorientiert zum Beispiel sind. Das ist ja auch ich würde das jetzt gar nicht so politisch sehen, sondern es geht so um allgemein. Man sucht immer so den goldenen Weg der Mitte und
dann bist du aber belanglos. Und das, darum geht es eben nicht. Also ich finde eben, mir muss nicht immer alles gefallen, auch in der Unterhaltung. Auch diese Diskussion, ach, der ist aber scheiße und der ist aber, den finde ich aber toll und der, das taugt dann wieder nichts. Das ist, Hennes Bender hat mal so schön gesagt, das ist so, wenn du zu Rammstein gehst und sagst, das war mir zu wenig Harfe. eine Spur zu laut. Jeder hat so seine Berechtigung und jeder hat sein Publikum und jede Region hat seinen Humor und da muss man halt gucken, was passt. Also du meinst es quasi so, dass gerade auch im Bereich Humor da die Leute zu eintönig sind und dass es da zu wenig charakteristische Facetten gibt. Also die Szene ist sehr bunt. Ich finde eben das, was du gesagt hast, das ist eben das. Dieses Jahr gibt es immer so einen Weg und das gibt es halt nicht. Ich finde, es gibt ja viele Künstler, die auch regional arbeiten. Die kenne ich in NRW gar nicht. Und dann komme ich nach Franken und die füllen da die riesen Hallen. Ja. So, die funktionieren aber in NRW nicht. Und das ist und umgekehrt genauso. Es gibt NRW-Künstler, die hier ganz groß sind, die würden in Franken nicht funktionieren. Und das finde ich super. Ich finde das ganz toll. Und solange ich jeder leben kann, finde ich das super. Man muss nicht immer jedem gefallen und es muss nicht immer alles gleich sein. Ja, mehr stimmt auf jeden Fall. Mehr wollt ihr eigentlich gar nicht damit sagen. Also, ja, ich sehe das auch so. Also, mir fällt das schon manchmal auch auf, dass es. Mich freut es auch, ich muss jetzt nicht unbedingt ein großer Fan zum Beispiel von Dieter Nuhr sein. Er hat sich aber auch letztens so ein bisschen dazu geäußert bei dem Herrn Schuler, der Ex-Hauptstadt, glaube ich, Chef oder Redakteur von der Bild-Zeitung. Und das fand ich aber auch ganz gut, was er gesagt hat. Ja, es muss auch im Fernsehen mal so ein bisschen diese Abwechslung geben. Es hilft ja nichts, wenn quasi alles immer nur in eine Richtung zielt. So wirst du auf jeden Fall niemals ein stimmiges oder ein diverses Meinungsbild oder auch in eurem Fall, in eurer Szene, ein Humorbild dann mal zustande kriegen. Also auf jeden Fall kann ich das nicht. Mir gefällt es nicht, also taugt das nicht. Davon sollten wir mal wegkommen, sondern genau. Mir gefällt es nicht, Punkt. Und weißt du, im Gegensatz zu anderen Ländern bist du nicht gezwungen, das zu sehen oder gut zu finden, sondern wir haben hier Meinungsfreiheit. Jeder kann sich das angucken, was er will. Wo ist das Problem? Warum muss ich mich zu jeder Scheiße äußern? Warum muss ich zu jedem eine Qualitätseinschätzung abgeben? Wenn mir Dieter nur nicht gefällt, ja, dann gucke ich Dieter nur nicht. Wo ist das Problem? Genau. Ja. So, jetzt sind wir schon tief in der Materie. Gehen wir ein paar Tage zurück. Ja. Kennengelernt hat man dich im Fernsehen, aus meiner Sicht. Ich habe dich kennengelernt bei Star Search. Das war im Jahr auch schon wieder fucking 23 Jahre her, ne? 20 Jahre. Wann war das? 2003 dann? Mhm. Genau, ja. Ah, ja, 2023. Es war genau. So dieser Beginn der, oder Sat.1 sprang da auf diesen Casting-Hype auf, der da seinerzeit mit Popstars und DSDS ausgelöst wurde und versuchte sich dann auch, aber im Gegensatz zu dann manch anderen Popstars oder DSDS-Ausgaben ist offensichtlich ein Star dann noch geboren worden und der war es dann seinerzeit du, als Comedian. Aber wie kam es dazu? Also ich sag mal, der es in der Staffel wirklich zu was gebracht hat, ist Bill Kaulitz. Das stimmt, ja, aber es ist ja nicht so, dass wenn aus dir nichts geworden wäre, oder? Nee, das nicht, aber er ist definitiv die größere Nummer von uns beiden. Ja, aber es sagt ja nur, dass solche Formate ja funktionieren können. Das ist ja das, was wir machen doch so einen anderen Talk, so ein bisschen auch immer im Nachhinein die SDS-Vorwürfe. Da ist der, habe ich das Gefühl, ist der Anspruch nicht mehr da, da wirklich dann auch ein Talent dann herauszuarbeiten und herauszuentwickeln, ja. Wie kam es dazu? Das ist ja nicht so, als wenn das ist dein Einstieg ins Comedy-Geschäft war. Du hast ja schon lange zuvor dann Comedy und Komik, Kabarett. Was bist du vom Beruf? Bist du Kabarettist, Comedian? Wie nennst du dich selber, wenn dich jemand fragt, was hast du gelernt? Oder was ist dein Beruf? Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Also gelernt, soll ich mal meinen Werdegang gerade so schildern? Ja, bitte. Okay, also ich habe Abitur gemacht, habe dann, weil mein Papa ist Architekt und vom Maurer zum Architekt, ihm war also wichtig, dass ich ein Handwerk lerne. Mhm. Dann war ich Kraftfahrzeugelektriker, den Beruf gibt es gar nicht mehr. Und ich habe so ein Autoritätsproblem. Also wenn mir jemand sagt, geh nach links, gehe ich nach rechts. Also ich wollte dann, obwohl ich in der Ausbildung war, eine Gewerkschaft gründen, weil die gewerkschaftlich nicht organisiert war. Da hat man mich zur Strafe erstmal... Ja, da haben sie mich dann erstmal ins Lager gesteckt für ein halbes Jahr. Erzieherische Maßnahme zum Zeugs.
Also war ganz klar, ich schaffe es nicht zum Angestellten. Ich muss irgendwie selbstständig sein. Und nebenbei habe ich dann schon Auftritte gehabt auf Hochzeiten, Geburtstage, private Dinge. Und habe das sehr geliebt. Und ich erzähle das mittlerweile auch auf der Bühne. Ich habe parallel noch im Altenheim gearbeitet. Im Altenheim? Und habe, es war ein Altenheim für Behinderte, Gerontopsychiatrie. Und durfte dann auch Sterbebegleitung machen. Ich glaube, das dürfte man heute in der Form gar nicht mehr, weil ich ja gar nicht ausgebildet war. Hatte aber einen ganz großartigen Stationsleiter, der gesagt hat, diesen Beruf kann man so ja eigentlich nicht lernen, sondern es gehört Empathie und Feingefühl dazu. Und das hast du und lass dich da einfach mal treiben. Und das war für mich so das Eindrücklichste, was ich je erlebt habe. Also ich bin dann nach Hause und habe einfach auch gecheckt, es gibt kein zweites Leben, es gibt keine zweite Season, sondern um beim Fernsehen zu bleiben, sondern du hast nur dieses eine Leben und irgendwann liegst du da auf der Pritsche und dann ist vorbei. Also ich bin jetzt auch mittlerweile 53 und mir fehlen 30 Jahre, von denen ich nicht weiß, wo die geblieben sind. Das ging so und ich war auf einmal ein dicker, alter, grauer Mann. Und vieles, was mit dem ich aufgewachsen bin, ist irgendwie falsch und auch zu Recht viele Dinge falsch und so. Also ganz ulkig irgendwie alles. Und dann bin ich nach Hause, habe gesagt, ich breche mein Studium ab und gehe nicht mehr ins Altenheim. Ich will versuchen, von der Bühne zu leben. Und ja, dann war ich Zauberer und bin darüber dann 2001 vom Swiss Comedy Award gewonnen. Den habe ich dann gewonnen für die Schweizer. Zweiter war ein Cabaret Divertimento. Die sind Kultkomiker in der Schweiz. Wenn die auf Tour gehen, ist in 10 Minuten die Tour ausverkauft. Die spielen, ich glaube, eine Woche ausverkauft im Hallenstadion, größte Halle in der Schweiz. Okay. Die waren damals Zweite. Und 2003 war dann Star Search. Und das habe ich dann auch gewonnen. Und hat mir dann wirklich ermöglicht, ganz viele Dinge zu machen. Ich habe Hörspiele gemacht, ich habe geschauspielert am Theater und. Also ich sehe mich selber eigentlich als Unterhalter. Du hast aber vorher, muss ich da nochmal kurz nachgucken, auch sowas gemacht wie eine Art, so wie man es vom Prinzip her von Nightwash kennt, nur ein Friseursalon. Was davor oder danach? Nee, also das war davor. Und zwar habe ich die Figaro Comedy Show gemacht, aus der Nightwash übrigens entstanden ist. Das war jetzt nämlich meine Frage. Was war vorher da? Hat Knacki auch öfter erzählt. Also ich war da Kunde und die hatten eine riesen Halle mit Antiquitäten. Das war so ein Konzept, das wohl aus Amerika kam, mit ganz vielen Gewerken, die da so zusammenkamen. Die Leute saßen so an kleinen Schultischen und so alten Schultischen. Und Eintritt war 10 Mark, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten, und ein Klappstuhl. Also man musste sich seine Stühle selber mitbringen, weil ich keine Bestuhlung hatte. Und deswegen war Kult. Also es gab auch keine Bühne, es war alles ebenerdig und so. Und das war eine Riesennummer. Und daraus ist Nightwash entstanden. Also im Endeffekt schon. Also einige Shows. Auch der Spezialclub in Hannover von Desimo. Ja, also das Grüße hatten wir auch schon bei uns. Ja. Desimo, geschätzter Kollege. Der ist toll. Ich mich sehr gefreut. Den habe ich ja kennengelernt, deswegen hat man bei uns wegen Halligalli. Kennst du die Sendung auch noch? Ja, klar. Gemacht hat? Ja. Mit diesem Clown, der war so ein ganz komischer Clown dabei, der den Leuten immer in den Nacken genießt hat. Und ja, genau, so Stan George, auch ein Schweizer, leider schon gestorben. Genau. Goliath, der Kleinwüchsige, und eben Biggie, Gloria Gray als Assistentin. An die konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass er dann in ein Bassin gestiegen ist mit ganz vielen Sprudeltabletten. Ja, genau. Die Folge, die gibt es auch noch auf YouTube übrigens zum Angucken, falls sich jemand dafür interessiert, von was wir da gerade quatschen. Ja. Und wir Zauberer waren damals ganz stolz, dass es einer von uns ins Fernsehen geschafft hat. Genau, so, Zauberei. Das ist es nämlich, was, das hast du mir erzählt, das wusste ich gar nicht, dass du quasi auch so ein bisschen in der Zauberer-Szene vorher drin warst. Komik und Zauberei schließt sich ja nie aus, das beweist ja auch Desimo. Hat aber noch nie so richtig, also ich zumindest, vielleicht bin ich da so unaufmerksam gewesen, das so richtig in deinen Auftritten gesehen. Also nutzt du das heute auch noch auf der Bühne, oder? Also so ein bisschen zaubern tut mir dann schon weh. Also ich komme aus der Zauberei. Das war mein Beruf, also auf Hochzeiten und Geburtstagen habe ich halt gezaubert. Und ich fand
immer das gut, wenn das Ganze lustig war und mit Humor. Also deswegen war ich immer, heute sagt man Comedy-Zauberer. Ja. Aber das war immer so, das ist auch, glaube ich, meine Kernkompetenz. Und im Finale von Star Search, das war ja ein reines Stand-Up-Format, und dann gab es ja noch eine Celebration-Sendung, eine Schlusssendung, und da habe ich dann ja gezaubert. Da habe ich diese Fesselnummer dann gemacht, die dann hinterher auch extrem kopiert wurde, was auch okay ist. Und daraufhin bin ich ja auch zu Siegfried und Roy gekommen. Ich habe die dann ja noch getroffen und besucht über Sat.1. Das wurde ja auch dann gefilmt und alles. Und ich habe das immer verbunden, Zaubern und Stand-Up, also auch in meinen Solo-Shows immer noch. Mittlerweile habe ich ja auch einen sehr gut funktionierenden Zauberhandel. Also ich mache mit 3 Leuten zusammen den Secret Magic Store. Könnt ihr mal auf die Homepage gehen. Da gibt es über 15.000 Artikel und wir zählen mittlerweile zu den erfolgreichsten Online-Händlern für Zauberkunst in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich. Wie kam es dann zu Star Search? Also wie ging das los? Du hast es gemerkt, dass es da Sat.1 auf der Suche und wollte eben auch so eine Castingshow machen. Die hatten es aber so ein bisschen anders machen wollen. Die wollten nicht den Fokus auf Musik legen, so wie eben bei Popstar seiner Zeit und bei Deutschland sucht den Superstar. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, ach komm, da bewirbst du dich mal? Naja, die wollten nichts anders machen. Das ist ein Konzept, das sie eingekauft haben. Also, ja, aber es, da sitzt das ist keine Eigenproduktion von Sat.1 gewesen, sondern Star Search gab zu dem Zeitpunkt seit 30 Jahren in Amerika und das ist weitaus erfolgreicher als Superstars oder DSDS oder sonst was. Also, ich will noch was anderes hinaus. Entschuldigung, die haben ja. Das hätten sie ja, du hast recht, ja, das hätten sie aber 20 Jahre zuvor auch schon einkaufen können. Aber die einzigen Casting-Shows, zumindest in der Form, die es in Deutschland gab, war eben dann Popstars, das war aber in der Hinsicht keine Live-Show, und dann eben Deutschland sucht den Superstar. Und dann hat man gemerkt, oh, das ist unfassbar erfolgreich, und auf einmal kam Sat.1 auch drauf, oh, diese Farbe müssen wir auch jetzt mal irgendwie ins Programm nehmen. Ja, und so entstand dann eben Star Search, oder kam dann Star Search in Deutschland dann eben. Ja, an. Die haben halt nach Formaten gesucht wahrscheinlich, ne? Und Star Search war halt in Amerika extrem erfolgreich. Also Beyoncé Knowles, Destiny Child, ja. Wer da alles mitgemacht hat, hier der Kevin James von King of Queens und Martin Echtlich Lawrence sind da alle, ja. Sind da entdeckt worden. Also schon eine Riesennummer damals gewesen, ja. So, aber kanntest du auch, bevor du das erste Mal Star Search so, wusstest du, dass das eben schon in Amerika so eine große Nummer war? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden? Die haben mich angerufen, weil Knacki Deuser ein Band zusammengestellt hatte von möglichen Kandidaten, die bei Nightwatch aufgetreten sind. Ah, okay. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, schönen guten Tag, wir machen eine Casting-Sendung. Ich so, natürlich. Und ob ich Lust hätte, zum Casting nach Köln zu fahren. Ich so, nee. Ja, aber wir würden dich da gerne haben. Ich so, also, oder ihr zahlt mir halt die Reisekosten. So, nein, das ist ja auch für dich, so ganz sicher ist das nicht für mich. Wenn ihr mir keine Reisekosten zahlt, dann komme ich nicht. Und dann lachte sie, hat aufgelegt und dann habe ich aufgelacht und haben wir auch aufgelegt. Und nach 2 Wochen kriegte ich wieder einen Anruf, ja, du warst ja wirklich nicht beim Casting in Köln. Ich so, nee, wenn ihr mir kein Spritgeld zahlt, dann komme ich auch nicht. Und dann haben die mir einen Inlandsflug von Köln nach München bezahlt. Und ich habe da nur mitgemacht, weil ich das total irre fand, Inland zu fliegen. Finde ich heute noch völlig skurril. Und es gab dann, also ich war dann in München, da gab es ein Casting und da war sogar der Spiegel, nee, war das der Spiegel? Der Stern war da. Es gab einen Sternartikel und ich habe den auch noch irgendwo, wie ich da mit meiner dicken Plauze da in der Gruppe stehe und man sieht mir richtig an, wie egal mir das war. Also ich wollte da nicht mitmachen und es war mir auch völlig schnurz. Und dann kriegte ich die Zusage, dann hieß es, na, du bist jetzt der Letzte, den wir da jetzt so in die Sendung mit reinnehmen. Und das waren halt 6 Wochen und ich hatte nichts zu tun. Das war der Grund, warum ich mitgemacht habe. Ich versuche es jetzt aber trotzdem mal so ein bisschen zu verstehen. Ja? Ist das nicht so, ich weiß ja nicht, wie erfolgreich du davor eben warst. Ja, also ja ist, national gar nicht. Also ich war so eine kleine lokale Größe in Bielefeld, das war's. Aber warst dann, du dann einfach schon vorher in der Hinsicht ausgelassen? Hast du das, was du da hast, Max, reicht dir? Und deswegen hast du so diese Chance, an so einem Casting teilzunehmen, nicht als die erkannt, die es am Ende wurde? Oder warum warst du das so egal?
ich bin nicht wirklich ehrgeizig, ne? Deswegen sind auch viele an mir vorbeigezogen, glaube ich. Also ich muss nicht in irgendwelche Partys und Leuten in den Arsch kriechen, die ich scheiße finde. Und der Punkt ist, ich war damit zufrieden. Also ich habe stellenweise 3-4 Auftritte am Wochenende an einem Tag gehabt, um morgens um 10 bis abends dann irgendwie eine Hochzeit oder so. Mir hat das gut gefallen. Ich hatte ein gutes Einkommen und reichte so zum Leben. Ja, mehr als das. Okay. Also ich war ja so um die 20, also war das Starsetcher, war ich 33, also ich war so um die 30. Und mir hat das völlig ausgereicht. Ich war glücklich. Also es war alles wunderbar. Und natürlich hat das einen Reiz, wenn man sagt, ah, du bist jetzt in einer Fernsehsendung, weil jeder in einer Fernsehsendung mal sein möchte, wenn man diesen Beruf macht. Aber also ich habe mich halt nicht drum gerissen, sagen wir es mal so. Ne? Okay. So, dann kamen deine Auftritte, die Sendung. Du wurdest Sieger. Hat sich dann deine Meinung geändert, als du dann zum ersten Mal auf diesen Bühnen auch standst mit dem entsprechenden Publikum, der entsprechenden Resonanz? Oder dachtest du die ganze Zeit lang, nee, das ist einfach nie meine Welt, Fernsehen und sowas? Es ist ein anderer Schnack, das ist wirklich ein anderer Beruf. Also wenn du auf einer Bühne stehst, vor Live-Publikum, ist das was völlig anderes, als vor einem Fernsehpublikum zu stehen oder in einem Studio oder so. Da musst du schon ein bisschen disziplinierter sein, du gibst Texte vorher ab. Wenn es hart läuft, dann sagt dir der Regisseur, bei dem Satz guckst du nach links, dann guckst du wieder nach rechts, dann guckst du wieder nach links. Das war eine Erfahrung, ne? Also es ist ein völlig anderer Beruf und ich bin froh, dass ich da rein schnuppern konnte und hatte ja auch meine eigenen Sendungen alles. Ja, genau. Das hat schon Spaß gemacht, aber ja, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, glaube ich. Also dass es was gibt, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat oder was ich richtig doof fand, das würde ich jetzt so nicht sagen, ne. Aber es ist schon so, du bist mehr der Bühnenmensch, oder? Also na, Fernsehen ist ja nicht das, was dich primär reizt, oder? So habe ich so das Gefühl im Quatschclub so gehabt. Naja, also wenn ich das mir so einrichten kann, wie ich das möchte, schon. Aber so ist es ja nicht. Also wenn mir jemand sagt, pass auf, wir richten eine Kamera auf dich und du kannst tun und lassen, was du willst, dann wäre ich dabei. Und das Publikum auch nicht irgendwie 5 Meter weiter weg sitzt und so. Also das ist ja meistens das Problem. Also es ist ja auch ein Unterschied, ob du ein Live-Programm von Kollegen siehst, wo dann die Produktion sich den Gegebenheiten anpassen muss, oder ob du dich als Comedian sich den Situationen anpassen musst. Und das Letztere war nie meins. Also ich fand das immer ganz schwierig, weil ich brauche ganz viel Nähe zum Publikum. Möchte mit denen reden, ne? Gerade dieses Crowdwork finde ich, das liebe ich total. Aber so einfach nur einen Text aufsagen, da habe ich Mühe mit, weil mir das keinen Spaß macht. Und dann merkt man mir das auch an. Ist es dann auch ein Unterschied, wenn du in riesigen Hallen, also nehmen wir mal so Leute wie Mario Barth, der kann es ja, glaube ich, gar nicht mehr unter 6.000, 7.000 Leute in der Halle, oder? Lief jetzt auch die Tage wieder eines seiner Programme. Was ist dir dann? Ist dir dann sowas lieber im Quatschclub, wo, was der Teufel, waren vielleicht 150 Leute oder sowas drin, weil das einfach dann eben die direktere Resonanz ist, oder halt so eine fette Halle? Was ist leichter eigentlich? Die Frage stellt sich mir gar nicht. Also ich spiele halt bis 200, 300 Zuschauern, das ist alles wunderbar. Also ich glaube, das Größte, was ich mal hatte, waren 5.000. Und das war schon das war ein anderes Spiel. Das ist eine andere Disziplin. Also es ist so, als wenn du einen Leichtathleten fragst, ob er lieber Hochsprung oder Weitsprung macht. Also das ist eine völlig andere Disziplin. Also du musst ganz anders spielen, du hast einen anderen Rhythmus, du hast ein anderes Timing, wenn du vor vielen Leuten spielst. Und ja, aber hat man da überhaupt den Bezug zum Publikum, wenn man dann so eine Halle ist? Auf das will ich hinaus, weil da hast du ja genau nicht diese Gegebenheit. Man sieht ja auch dann die Leute nicht richtig, weil es auch ganz anders beleuchtet sein muss und kannst nicht so einfach mit den Leuten sprechen, so wie du so einen Quatschclub gemacht hast. Das müsstest du Mario Barth fragen, ne? Also wie gesagt, ich habe das einmal erlebt und da war ich aber so unter Adrenalin, da kann ich dir gar nicht so viel zu sagen, ehrlich. Aber würde die auch nie mehr reizen quasi? Die sind diese kleinen Clubs dann quasi auch insgesamt lieber, weil das so dir mehr liegt.
Ach, ich würde gerne so bis 1000. Das fände ich ganz gut, ehrlich gesagt. Weil da brauchst du keine Kamera, da sieht dich noch jeder. Finanziell wäre das schön. Es kann ja nicht das Ziel sein, vor 50 Leuten aufzutreten. Ne? Ey, man weiß es ja nicht. Ne? Es gibt ja solche und solche. Das ist auf das, da will ich jetzt so ein bisschen hinarbeiten, so welcher Typ du so ein bist. Naja, so 200, 300, da macht schon Spaß. Alles darunter ist schon harte Arbeit. Also ist natürlich toll, weil da Leute auch für dich kommen. Aber ich sag mal, die Stimmung ist natürlich einfacher, wenn du 200, 300 Leute hast, als wenn da 50 sitzen. Und ideal sind so 800 bis 1000. Also das liebe ich immer sehr, wenn du sowas in dieser Richtung hast. Ja. So eine schöne Stadthalle quasi, so ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Du brauchst keine Kamera, du hast noch Kontakt zur ersten Reihe und so. Aber ich habe letztens Kristall gesehen, der hat so Ausschnitte gehabt bei Instagram oder TikTok oder sonst was. Und der redet ganz viel mit der ersten Reihe. Und der tritt ja auch nochmal in den größten Hallen auf. Also da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, der hat keinen Bezug zu seinen Leuten. Also glaub, geht immer, quasi es gibt auch Leute, die vor kleinem Publikum spielen und auch eine Wand vor sich haben und gar nicht mit den Leuten reden. Ich glaube, das ist eher eine Typfrage. Wir haben es am Anfang gesagt, als dann du Star Search gewannst, bist du national bekannt geworden und dann gab es auch nicht nur eine Sendung, die du dann präsentieren durftest. Dann ging es halt dann schon steil bergauf, ob das dann die witzigsten Werbespots der Welt, die du dann von Fritz Egner übernommen hast, oder eben deine eigene Show, und du hast dann auch andere Möglichkeiten gehabt, deine Programme dann zu präsentieren. Das hast du dann doch nicht, bei Verstehen Sie Spaß warst du auch. Und da hatte ich dich sogar im Publikum mal gesehen. Da war ich im Publikum bei Frank Elstner, als du dann auch deine Filme gezeigt hast. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, warst du doch bei Frank Elstner, erinnere ich mich zumindest noch dran. Hier sind die Kassetten wieder. Da sollte ich die Fesselnummer spielen und dann sagt, kannst du die auch in 5 Minuten? Und ich wollte halt unbedingt in der Sendung auftreten und die Nummer ist nicht unter 10 Minuten zu spielen. Und ich so, ja, kann ich. Und ich habe natürlich dann 10 Minuten gespielt und dann haben sie mich nie wieder eingeladen, weil ich zu lang war. Aber ich war einmal in der Sendung. Ja. Ich glaube sogar, du hättest da so ein bisschen mehr auch Lockvogel machen sollen, oder? Ich war auch Lockvogel, ja, mit, wie hieß sie denn noch? Ach, kommt mir jetzt der Name nicht, ganz tolle Kollegin. Ja, da war ich im Gips und sollte ins Taxi. Ja, also das war auch schon ein bisschen her wieder, ne? Ja, das hat aber mega Spaß gemacht, war eine tolle, tolle Zeit, ja. Aber wäre das für dich was gewesen, mal so Lockvogel Verstehen Sie Spaß? Ich habe gemerkt, du bist nämlich auch im Quatschclub so einer gewesen, der, mein, klar, also das ist dein Beruf, auch spontan zu sein, aber kannst du die Leute so aufs Korn nehmen, ne? Ja, das macht voll Spaß. Also gerade das Spontane, wobei diese Einspielfilmchen ja nicht spontan sind, ne? Du siehst da ja nicht irgendwie einen Gips und sagst, okay, das machen wir jetzt. Ja, klar. Das ist natürlich von langer Hand geplant, da gibt es Autoren, die sich sowas ausdenken. Aber da hätte ich schon Spaß, so in so einem Team kreativ zu arbeiten, ja, absolut. Ja. Was hat dir das? Du hast dann auch deine eigene Show dann gehabt, wenn sie lachen, ist es Oschmann. Ja? Das ist dann genau nicht das, was. Das war aber vor den witzigsten Werbespots. Das war vor den witzigsten Werbespots, genau. Das war die erste Sendung und die war zu früh, meiner Meinung nach. Also ich war da sehr beeindruckt von diesem ganzen Druck und hatte dann natürlich Autoren und Berater und sonst was. Und das war für mich war das noch zu früh, weil ich keine Ahnung vom Metier hatte. Ne? Also da würde ich. Ich glaube, das würde heute auch alles anders aussehen. Ja. Du hast ja gesagt, wenn du keinen Bock drauf hast, dann musst du es auch nicht machen. Aber irgendwie hat sich dann doch reingezogen. War das dann wirklich dieser Drang? Naja, jetzt habe ich gerade dieses Sprungbild, das kann ich national bekannt werden. Da ist so eine Sat.1-Show, kommen wir da ganz gelegen. Nee, da denkst du gar nicht drüber nach. Sondern das ist jetzt so, und dann bist du halt in dieser Mühle drin. So ein Beispiel, ich wollte halt unbedingt einen Elefanten erscheinen lassen. Und wer nicht? Ja. Und dann hieß es, nee, das also wissen sie jetzt nicht, wo sie einen herkriegen. Dann habe ich recherchiert und wir haben ja in Potsdam aufgenommen, da gibt es ja Babelsberg, die Filmstudios. Und da stand der Elefant von Hans Klock, der nichts anderes macht als erscheinen und verschwinden. Na, also als sie mir dann erzählten, nee, das wäre ein Herdentier und das müssten trainierte Elefanten sein, habe ich gesagt, ich habe einen. Ja, das wäre zu teuer. Ich sage, ich zahle das. Ich glaube, die wollten 3.000 oder 5.000 Euro haben. Jetzt hat der Kohle, ne? Nee, damals war es mir egal. Also ich bin wirklich nur Geld fixiert. Ich sage, ich zahle das 3.000 oder 5.000 und konnte mich da nicht durchsetzen. Und
das sind so Sachen, da ärgere ich mich heute noch, wo ich so denke, nee, also ich hätte das gewollt und ich glaube, es wäre auch super gewesen, live im Fernsehen einen Elefanten im Publikum erscheinen und verschwinden zu lassen. Und da war ich einfach nicht, da war ich noch so beeindruckt von allem. Aber das geht doch gar nicht. Da hat doch der Redakteur, die Redaktion hat doch gesagt, ey, das ist eine Comedy-Show, ne? Und du kommst da mit dem Elefanten daher. Ist diese Arbeit mit Redaktionen das so verkauft, ne? Nö, aber das ist ja eine Sache, wie du es verkaufst. Das wäre schon lustig gewesen, ne? Ja, außerdem bin ich ja Zauberer und auch Comedy-Zauberer. Also das wäre genau mein Metier gewesen, ne? Ja, aber daran scheitern doch viele, dass eben ein Redakteur oder eine Redaktion dir vorschreibt, was ist es oder das ist die Sendung und du bist am Ende nur in Anführungszeichen Protagonist. Ist das da auch so gewesen? Ja, klar. Ich hatte die Sendung im Grunde gewonnen und auch nicht viel zu melden. Also ich hatte nicht wirklich viel zu sagen, inhaltlich oder sonst was, sondern und das war natürlich auch lehrreich. Also ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann so mitkriege, wie Leute dann so im Fernsehen kritisiert werden und sonst was. Das bist ja nicht nur du, sondern da steht eine Redaktion dahinter, stehen Autoren dahinter. Ist ja nicht so, dass du da stehst und nennst alle Kameras auf mich und ich mache jetzt, was ich will. Mehr denn je mittlerweile, ne? Und das wird dann immer schnell vergessen und die Moderatoren sind dann weg und die Redakteure haben aber alle noch den Job, ne? Es ist mehr denn je, dass die Redaktionen eben sagen, was gemacht werden soll und dann eben der Moderator, die Moderatorin da vorne dann auch nur noch Sprechpersonal. Ja, ob das jetzt für alle so geht, weiß ich nicht, aber bei mir war das damals. Bei mir war das damals so und das würde ich mir heute so nicht mehr gefallen lassen, ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass du dann eine ganze Zeit lang, zumindest im Fernsehen, nicht mehr so dermaßen präsent warst? War das dann so diese bewusste Pause oder gab es einfach nichts? War das gesagt, nee, ich hab die Schnauze voll, das ist eh ein Scheißjob. Also du bist mehr der Bühnenmensch. Ja, genau. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, so, das macht mir alles keinen Spaß, da in irgendwelche Sendungen zu machen. Also jetzt zum Beispiel Familienbande war es eben auch so, dass da Sachen passiert sind über meinem Kopf, die ich nicht wollte. Und also es war nicht so wirklich ein Miteinander. Also, und es lag sicherlich auch an meinem Status, den ich hatte damals natürlich auch nicht wirklich einen großen Status. Du kommst aus einer Casting-Sendung, das ist auch unter den Kollegen verpönt gewesen, also war auch nicht jeder nett zu mir. Ja, klar. Also Stand-up und Comedy hat ja auch eine Haltung oder sollte eine Haltung haben und natürlich geht man auch nicht zu einer Casting-Sendung, obwohl, wie gesagt, bei Star Search viele, viele namhafte Comedians genau aus dieser Sendung halt auch herausgekommen sind. Aber so weit denkt ja nicht jeder und muss sich ja auch nicht jeder mit befassen. Ist ja völlig okay. Und den Status, den hatte ich halt damals nicht so. Und deswegen hatte ich dann irgendwann auch ein bisschen die Schnauze voll. Und ich liebe live. Ich mag das, auf eine Bühne zu gehen. Ich habe mein Publikum oder auch Leute, die mich nicht kennen. Gerade im Quatsch hast du Leute, die mich nicht kennen. Und die möchte ich überzeugen, dass die nach Hause gehen und sagen, ich habe mal von dem gehört oder ich habe das und das Bild. Und auch dem, das entspricht ja nicht so. Also der kann ja wirklich was und ist ja wirklich extrem lustig. So. Ist er. Also kann ich aus eigener... Ich bin befangen ein bisschen. Nee, aber ich muss ja wirklich sagen, deswegen fand ich das so wertvoll. Ich habe selten die Gelegenheit. Also das habe ich dir noch nicht erzählt. Die Leute, die wir hier einladen, Die wollen wir auch. Das ist jetzt nicht so, oh, den sehen wir noch. Den lese ich gerade auf Wikipedia, den Namen kenne ich auch noch, den nehmen wir mal mit rein, der hat bestimmt Zeit für mich, ne? Ne? Sondern wir haben so eine Liste, da stehen immer mal wieder eben diese Sendungen aus den letzten Jahren drauf. Und dann war Star Search auch eben da. Ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Kiepel Kaulitz hat keine Zeit, ne? Aber am Schluss warst du der Sieger. und das war dann der Aufhänger. So kam ich auch wieder auf diese Liste. Weil ich eben zufällig sowieso im Quatschclub auch war und dann sehr überrascht war, und das wusste ich nämlich nicht, man muss schon sagen, du bist einer der prominenteren Moderatoren im Quatschclub, wenn du ihn moderierst, ne? Denn das sind auch Comedians, die ein bisschen, also die sind schon im Geschäft, aber ich war schon ein, zwei Mal da, da war jetzt keiner als Host, wo man sagen, den kenne ich jetzt irgendwo her, ja. Das tut aber nichts zur Sache, die sind super, die machen das alle super, auch die Comedians, ja. Da musst du nicht jeden immer kennen, das ist schön an so Mixshows und da auch mal wirklich eine Empfehlung an euch da draußen, also es muss nicht der Quatsch-Comedy-Club sein, es gibt verschiedene Mixshows und auch Kabarett-Shows,
die sind echt super. Und den einen oder anderen, der zum Beispiel im Quatsch Comedy Club da seine Anfänge macht oder auch in anderen Mixshows die Anfänge hatte, werden da mal irgendwann richtig große Stars. Das ist auch der Sinn ja irgendwo dabei. Ja, und wir haben halt mittlerweile auch eine tolle Stand-up-Comedy-Szene mit ganz vielen Facetten, vielen unterschiedlichen Stilen, Altersgruppen, Lebensräume, was der Koko was. Also da ist wirklich für jeden was dabei und ich finde, wir haben eine tolle Szene, tolle, tolle Kollegen. Kommen wir mal ein bisschen zum Quatschclub. Du hast vorhin gesagt, eine Zeit lang warst du nicht mehr da. Aber wie bist du dazu gekommen? Ist es auch bei dir so gewesen, wie diese Geschichten, die andere Kollegen erzählen, dass du Thomas Hermanns im Programm saß und diesen ominösen Aktenkoffer hatte und dann aufgemacht hat? Oder wie kamst du zum Quatschclub? Was ist denn da in dem Aktenkoffer drin gewesen? Das sagen immer Geld? ganz viele, irgendein Vertrag dann. Also Thomas Hermann saß im Publikum und dann Nee, kam also dann der Vertrag. bei mir war es einmal nach Star Search, war klar, dass ich dann auch im Quatsch spiele. Ah, okay. Aber wie war dann so der Kontakt zu Tom? Der hat ja damals noch selber moderiert, muss man, wissen ja viele schon wieder gar nicht mehr. Quatsch Comedy Club ist eigentlich ein wirklicher Club in Berlin, der erste Quatschclub im Keller des Friedrichstadtpalastes in Berlin. Das ist ein kleines, richtig schönes, sympathisches Theater mit einem kleinen Foyer und so weiter. Da tretet ihr auf oder da bist du aufgetreten. Da treten ganz, ganz viele Künstler auch auf. Und ja, Also Thomas der Hermann. erste Quatschclub gab es in Hamburg, im Imperialtheater. Das war dann, glaube ich, am Wochenende. Das war dann so diese Anfänge. Dann gab es die Sendung, die Da wurde gab dann es die in Sendung, München genau. aufgenommen. Und irgendwann sind die dann halt nach Berlin gezogen, in die kleine Revue vom Friedrichstadtpalast, also unten im Keller. Und da wird jetzt auch die Fernsehsendung gemacht. Genau, da Also, wurden es dann auch die letzten das ist Staffeln so dann. der grobe Werdegang. Genau, das waren auch dann die letzten Staffeln sind da aufgezeichnet. Gibt es ja auch leider nicht mehr im Fernsehen. Findest du es schade, dass man solche Sendungen im Fernsehen kaum mehr noch hat? Ich meine, es gibt genug Möglichkeiten, sich zu präsentieren, aber der Quatsch Was Comedy das gar Club. nicht. Also die letzten Folgen waren auf Sky. Ja, so wie Und Harald Schmidt ja, auf Sky. naja, aber da habe ich ja auch moderiert. Also Thomas hat da nicht mehr moderiert, sondern hatten dann Gastmoderatoren Genau. und ich habe dann in jeder Staffel eine Sendung moderieren dürfen. Und ich glaube, das kommt jetzt wieder auch irgendwo auf was weiß ich wo, aber ich glaube, also glaube Aber schon, es dass da erreicht noch. ja leider nie das breite Publikum bei Sky. Ja. Ist es Aber es wurscht? ist ja ein Grund, Sky zu abonnieren, ne? In gewisser Weise. Aber trotzdem, es war eben gerade so in den 2000ern, hat man ganz, ganz viele solche Sendungen gesehen. Klar, der Quatschclub war das Ding Der in war der schon Hinsicht. federführend, ja, klar, das gab es Ja. vorher nicht, ne? Aber Nee. das hat sich jetzt wieder so ein bisschen gelöst und es gibt jetzt nur noch in Anführungszeichen so Personality-Shows. Also, dass sich jetzt eben einzelne Comedians, Max Gehmann ist ja auch so ein Beispiel, der sich richtig gut hat herauswickeln können, der meines Wissens eher bei Switch so seine Anfänge hatte und dadurch dann mit seinen Parodien sehr, sehr berühmt wurde und jetzt aber auch seine eigenen Programme macht. Haben wir genug Möglichkeiten, dass eben so der Nachwuchs so gefördert wird, so wie es mal abgesehen von Star Trek, aber wo du so die Möglichkeit jetzt auch hattest mit Fernsehen und Shows und alles Mögliche? Keine Ahnung. Also ich bin da nicht so drin. Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, was es so gibt und was es so nicht gibt. Aber ich kann dir sagen, aus dem Live-Bereich, es gibt ganz viele Mixed-Shows mittlerweile, offene Bühnen, wo man einfach hingehen kann und auftreten kann. Also ich glaube, dass die Möglichkeiten heute größer sind als damals, als wir angefangen haben. Also da bist du nicht einfach so in den Quatschclub gekommen. Also ich weiß gar nicht, ob die damals schon diese Nachwuchsshow hatten. Aber so offene Bühnen, das war schon schwierig. Und wenn die offenen Bühnen waren, dann nicht für Comedians, sondern eher so Varieté, Moderation, Jonglage, Zaubern, Akrobatik, sowas. Und wenn du dann nur auf die Bühne gegangen bist, um was zu erzählen, ich glaube, das war schon schwierig. Also ich glaube, da hast du nicht so wirklich einen Blumentopf gewonnen. Und das ist heute anders. Es gibt so viele Kult-Shows, wo man einfach hingehen kann, wo man sagt, hier, ich möchte gerne mal einen 5-Minuten- oder 10-Minuten-Slot haben. Also ich glaube, Geht dass die schon. wirklich, ja, also die Möglichkeiten sind heute vielfältiger noch. Würdest du auch ja, jungen Kollegen empfehlen, so auch mehr auf mehr YouTube zu machen? Momentan kommt ja auch viel Comedy so über YouTube und tritt da hervor. Das ist die Erfahrung schon besser zu sagen, komm Leute, geht auf die Bühne, sucht euch eine Bühne. Oder ist das völlig unabhängig davon? Kommt drauf an, wo du hin willst. Ne? Also wenn ich Fresh Torge mir angucke, der ist ja
auch vom YouTuber auf die Bühne geschafft hat. Und die Bühnenshows sind sensationell, weil er halt auch clever ist. Also er hat sich dann die richtigen Leute gesucht. Der ist einfach nicht auf die Bühne marschiert, sondern er hat sich Leute gesucht, hat das Programm dann mit denen auch erarbeitet, die da auch Ahnung von haben. Und dann funktioniert das auch. Also das ist das, was ich am Anfang meinte. Es gibt keine Blaupause für gar nichts. Also der eine nimmt den Weg, der andere nimmt den Weg. Bei dem einen funktioniert das. Ne? Es gibt Comedians, die beschimpfen ihr Publikum und ich finde das ganz großartig. Bei mir würden die Leute aufstehen und gehen nach Hause und denken, stimmt ja mit dem nicht. Also ich glaube, da gibt es so ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man es tut. Also einfach, dass man was macht. Also egal wie. Ja. Aber wenn man einen Plan hat, wenn man ein Ziel hat. Und da gibt es ja einige Kollegen, mit denen ich gespielt habe und das war so, oh la la, und auf einmal spiele ich vor 2000 Leuten, weil die echt Gas gegeben haben, hat alles seine Berechtigung. Du hast vorhin gesagt, warst dann einige Zeit nicht mehr im Quatschclub. Warum? Ja, hat sich so ergeben. Also ich habe ja auch eine Familie, das heißt, also ich bin ja so ein bisschen spätberufen, ich habe ja zwei kleine Kinder, da überlegt man sich dann auch, ob man noch so weit fahren will, ob man noch so viel unterwegs sein möchte oder sucht sich eher den Kiez so in seinem Umfeld. Also ich fahre ja alle so 300, 400 Kilometer dann auch immer abends nach Hause und im Quatsch ist es schon so, dass du dann natürlich ein komplettes Wochenende, wenn es gut läuft, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag da bist, in Berlin, Hamburg oder halt jetzt München. Und das ist natürlich schon eine Überlegung, möchte ich das? Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Familie auch konzentriert, auf meine Abendprogramme. Ich spiele ja immer noch Galas für Firmen. Ich mache auch mitunter, ich glaube, 30 Auftritte privat. Die suche ich mir aber raus. Mhm. Also ne, ich kriege ganz viele Anfragen. Kannst du bei unserer Hochzeit spielen oder der Geburtstag oder das? Und das suche ich mir dann halt raus, wo ich denke, oh, das könnte gut sein. Aber ich wähle jetzt so schon, wo möchte ich auftreten und wo nicht. Und so. Deswegen hat sich das so nicht ergeben. Aber der Quatsch hat natürlich immer noch seinen Reiz. Und ich habe es dann ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen. Und als dann meine Agentur fragte, Mensch, hast du nicht mal Lust, wieder einen Quatsch zu spielen? Ich so, ja klar, logisch. Warum habe ich denn die Jahre nicht da gespielt? Aber ich muss auch wirklich sagen, war cool. War ein echt schöner Abend. Also mir hat es echt gefallen, auch diese Lockerheit, die du da an den Tag gelegt hast wieder. Ja, vielen Dank. Dass auch die man eben immer gekannt hat und wo ich auch zugeben musste, die hatte ich dann auch so ein bisschen vergessen, weil du dann eben so lange nicht im Fernsehen warst. Und dann ich war letztens in der Hofkulturbörse in Weidenfurt und das ist sowas hier in Freiburg, da sitzen dann auch Veranstalter und so und auch ganz viele, ach, die gibt es ja auch noch. Stimmt. Die gibt es auch noch. Ja, weil ich halt, wie gesagt, ich bin nicht so der Ehrgeizige und ich muss nicht immer ins Fernsehen, ich muss nicht immer in die Presse. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich mein Programm spiele und die Leute gehen nach Hause und sagen, ey, das war ein Hammerabend, das hat Spaß gemacht. Und ich bin auch nicht so laut, wie man so denkt. Und das ist vielleicht manchmal dann der Fehler, dass man dann so ein bisschen wegrutscht und dann unterm Radar läuft so. Aber gerade das fand ich jetzt an dem Abend das Sympathischste. Wie gesagt, diese Lockerheit, dieses, bist du, Dieter Thomas Heck hat auch vor Talkshow-Auftritten, auch vor kleineren Auftritten immer gesagt, er hat Schweißhände, auch wenn er da hinter der Bühne noch steht, auch wenn er nur Gast ist. Ist das bei dir auch so oder ist das dann wurscht, weil es ist halt wie zum Dienst gehen? Ich habe zum Beispiel, war total aufgeregt jetzt heute wieder. Ich war auch aufgeregt, dich da zu treffen. Ich bin jedes Mal, habe ich Lampenfieber, wenn ich so ein Gespräch mache wie heute. Obwohl ich genau weiß, ne, mit dir wird man ja wohl können. Ne? Aber irgendwie bin ich auch immer aufgeregt. Bist du auch aufgeregt? Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber nee. Nein, bei mir nicht. Bei unserem Gespräch heute nicht. Nein, aber wenn du so ein Quatsch hast. Natürlich gibt es da Situationen. Also ich habe im Laufe meiner Zeit natürlich auch Leute kennengelernt. William Shatner, ich hatte meine Sendung mit William Shatner, da ging mir die Rosette aber 1:1000. Und es gibt auch Fernsehauftritte, damals Verstehen Sie Spaß oder so, da war ich weit davon entfernt, locker zu sein. Aber ich sag mal jetzt so im Quatsch Comedy Club oder wenn ich mein Programm spiele, da bin ich nicht aufgeregt, da freue ich mich einfach, weil ich ja weiß, was ich kann. Und das meine ich halt, ich habe mittlerweile so viel Erfahrung,
dass ich auch keine Blaupause habe. Das heißt, ich gehe raus und gucke erstmal, also jetzt auch im Quatsch. Das ist ja das Tolle, das lernt man auch beim Quatsch, dieses Crowdwork, dass du rausgehst, wo kommt der her, wer seid ihr eigentlich, wer sitzt mir eigentlich gegenüber, und dann mit den Leuten redest, aber ohne böse zu sein, ohne Leute zu beleidigen und vorzuführen. Und das ist natürlich jeden Abend anders und da kommen auch andere Sachen. Also in Berlin war das anders als in München und in meinen Solos ist es auch so. Aber ich habe so viel Erfahrung, dass ich aus allem letztendlich was machen kann und dann freue ich mich einfach. Und wenn die Abende dann gut laufen und die Leute, wie gesagt, nach Hause gehen und sagen, boah, das hat sich echt gelohnt, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Mehr möchte ich nicht. Und deswegen, ich sehe mich ja als Unterhalter. Ich schreibe Bücher, ich mache Hörspiele, ich podcaste, ich habe den Zaubershop, ich zauber, ich improvisiere, ich tanze. Also ich mache ja ganz viel. Ne? Oh, du tanzt? Ja, es gibt ein Programm, wo ich einen Jazzdance mache. Legendär. Legendär. Letzter kurzer Komplex, weil deshalb das kam jetzt, da kam es natürlich so. Du hast auch mal 2 Shows in Hongkong gespielt. Ja. Warum Hongkong? Oh, das ist eine lustige Geschichte. Es war so, dass die vorher immer Grünkohlessen mit Klaus und Klaus hatten in ihrem Hotel. Das kann jetzt. Ja, das kann jetzt. Die Geschichte geht so los. Ja. Und zwar ist das ein Hotel unter deutscher Leitung. Und die haben in Hongkong, damals ist ja auch schon ewig her, da war Hongkong noch selbstständig und nicht chinesisch, 5000 Deutsche, die dort gearbeitet haben, die Chefs von BASF und Lufthansa. Okay. Und die wollten die immer als, um diese Kommune haben die sich sehr bemüht, weil natürlich, das ist ein riesen Hotel, die ihre Gäste natürlich dann da auch in dem Hotel unterbringen. Und die haben halt immer was gesucht. Und die haben sich dann, und das muss man wirklich auch so sagen, sich dann langsam zu mir runtergearbeitet. Weil viele Comedians gesagt haben, was soll ich denn da jetzt 14 Stunden runterfahren für einen Apfel und ein Ei? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich fand das mega und ich habe dann sofort zugesagt und das war super. Und dann sagte der Hoteldirektor, das war irre. Ich weiß noch, wir standen uns gegenüber und wir waren beide so aufgeregt, dass wir gegenseitig das andere Herz haben schlagen hören. Ich mein Leben nicht. Aber waren doch nur Deutsche im Publikum, war doch nichts anderes. Ja, aber die waren ja auch ewige Zeiten nicht mehr in Deutschland, ne? Und weißt du denn, ob die da überhaupt ein Table für haben? Okay. Also warst du dann doch aufgeregt dann auch. Dann haben wir doch die Aufregung. Da war ich aufgeregt, genau. Da war ich aufgeregt. Und das war wirklich, ich war eine Woche oder 2 Wochen da. Das war super. War dann Anfang der 2010er oder wann war das dann? Ja, genau. Das muss ja nach 2003 gewesen sein. Es war 5 oder 6 muss das gewesen sein. Kurz vor meinem Burnout, meine ich. Ja, 5. Ich würde jetzt sagen 5, aber ich kann es dir so nicht sagen. Okay. Und dann wollten die einen Kollegen buchen, der aber im Fernsehen toll ist, live nicht funktioniert. Und da habe ich gesagt, das wird in die Hose gehen. Ruf doch mal den Quatsch Comedy Club an. Vielleicht haben die Bock dazu. Und dann habt ihr 3 oder 4 Comedians und dann ist auch für jeden was dabei. Und das haben sie gemacht und dann war der Quatsch. 10 Jahre, glaube ich, lief das in Hongkong. Ja, das ist schon manchmal irre. Aber Hongkong ist schön, war auch mal dort. Also ich hab da so toll gegessen. Also das war Wahnsinn. Wir haben da auf Bierkisten gesessen und Fisch und Bier und es war so großartig lecker und es war so eine tolle Stadt. Man kriegt viele Uhren angeboten. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass die mich immer massieren wollten. Massieren, Uhren, Handtaschen. Ich sollte mal in die Massage und auch nach Happy Ending fragen. Ja, das ist ein Klischee. Und dann sagte ich, was heißt das denn, Happy Ending? Ja, das siehst du dann schon. Ich so, nee, ich bin nicht so der Mann der Überraschung. Was heißt denn? Und dann haben die mir das erklärt und da habe ich mal einen großen Bogen über die Läden gemacht. Ja, aber meistens heißt es aber auch ausgeraubt werden, ne? Okay, also dieses Moderne und dieses Traditionelle, also du hast dann diese Hochhäuser, diese ganzen Städte, die da drunter sind, mit diesen alten Bauten und so, das war schon toll. Und dann war ich nochmal in Shanghai, bin ich auch aufgetreten und ich bin ja Geocacher und habe dort Past and Present Shanghai gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es den Cache noch gibt. Und der ging über mehrere Tage und das war so ein tolles Ding, weil du hast die Altstadt gesehen und die Neustadt.
einen Tag war die Altstadt und am nächsten Tag bist du in die Neustadt gegangen. Und dann findest du eine Dose, die so klein ist, in einer, wie viele Millionen Einwohner in Shanghai. War, also ich habe da gesessen, habe geheult. Und, echt? Ja, und das war so toll, weil du, wir sind zum Beispiel, du hast natürlich, wenn du da auftrittst, so eine Sightseeing-Tour, aber das stand da alles gar nicht. Also das haben wir, hätten wir so nie erlebt. Also zum Beispiel gab es eine Zickzackbrücke, die ist wirklich so, so gebaut. Und dann auch die Erklärung, warum die so heißt, weil die damals Angst vor Drachen hatten. Und Drachen können nur geradeaus fliegen. Ja. Logisch. Und so kannst du, so, ne, die können nicht um die Kurve fliegen, sondern die fliegen immer nur geradeaus. Und deswegen kamst du so und solche Geschichten. Das war ganz toll, ja. Und da war ich im Hofbräuhaus Shanghai. Hofbräuhaus Shanghai, das ist. Ja, das kannst du Bayern hab ich noch. T-Shirt habe ich noch. Ja. Was fehlt dir noch? Oder gibt es überhaupt? Ich habe immer das Gefühl, dir fehlt nichts mehr. Nö. Das ist immer so eine Frage, die ich gerne mal stelle, wo dann am Ende dann doch der eine oder andere sagt, naja, da willst du mal noch hin, aber es wirkt irgendwie so, als hättest du deine Bucketlist, zumindest was jetzt dein öffentliches Leben angeht, abgesehen von deinem Burnout, ich wollte das jetzt vorher nicht so thematisieren, aber alles ist ja lange her. Ja, ist ja lange her. Also das Tolle ist, ich weiß jetzt, wann ich auf mich aufpassen muss und wann nicht. Und hin und wieder muss ich dann mal die Reißleine ziehen, weil ich dann merke, wird kribbelig, weil ich das selber nicht merke. Ich habe dann ganz viele Auftritte und jetzt gerade nach Corona, dass man denkt, ich muss das alles nachholen, muss das auch alles erfüllen. Und das Auftreten ist ja nicht das Stressige, sondern das Reisen. Und ich merke auch, je älter ich werde, desto schwieriger fällt es mir. Und seitdem ich eine Familie habe, bin ich, glaube ich, auch anders. Also ich wollte eigentlich nie Familie haben und bin total froh, dass ich sie habe. Das hast du erzählt. Weil mich das total erfüllt und das ist so großartig, so zwei Knalltüten zu haben, die dir vertrauen und die sich entwickeln und ihren Weg gehen und du bist so stolz und denkst, boah, ey, was die alles können und was die machen und was sie für, also meine Kinder sind halt auch richtig tolle Menschen, also sehr empathisch und nicht nur so ich, sondern gucken da sehr über den Tellerrand und denken auch viel an andere und so und das sind so, ich bin da jetzt ein bisschen befangen, ne? Aber jetzt mal so ganz objektiv. Ich kann es verstehen. Die großartigsten Menschen. Zweieinhalb, viereinhalb. Daheim. Ja, ja. Ja. Und ich bin froh, dass der Kelch nicht an mir vorbeigegangen ist. Und seitdem hat sich mein Leben halt insofern geändert. Es gibt eine andere Wichtigkeit. Ne? Also ich muss jetzt nicht mehr auf jeder Hochzeit tanzen. Ich muss nicht mehr bei jedem Auftritt dabei sein. Und wenn es heißt, die besten Comedians Deutschlands und ich bin nicht dabei, dann trifft mich das auch nicht mehr. Und ich muss auch nicht, gut, das hat mich eigentlich noch nie getroffen. Also wie gesagt, ich habe ja diesen Ehrgeiz nicht so, aber... Ich finde es so schön, dieses ich habe den Ehrgeiz nicht so. Ich weiß es ja. Nein, aber wie das gesagt, ist das, was meine Frau an mir mal kritisiert. Nein, aber Geschmack ist ja wirklich, jeder mag das, was er. Jeder hat so seinen Geschmack und wie gesagt, ich habe mein Publikum und die zu mir kommen, die wissen das zu schätzen. Und da gibt es auch ganz enge Bindungen und das ist eigentlich das, was ich sehr liebe. Und also wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist, bin ich eigentlich happy. Man kann es kaum schöner beenden. Aber doch der Profi, ne? Ingo Oschmann in der Fernsehschatztruhe. Das hat mich sehr gefreut, danke dir. Ist übrigens ein ganz tolles Format übrigens. Ich kannte das ja nicht und dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, habe ich ja mal ein bisschen geguckt. Und ich finde, das ist eine tolle Arbeit, die ihr da macht. Und es macht voll Spaß. Oh, das freut mich. Ein Abonnent mehr. Hilft. So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retro-Kosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von Hintertupfingen bis Winsenlohe.
Jeder hört die Fernsehschatztruhe.